Ja. Die Frage ist, was wollen wir hier alles borden? Ich bin hier für Ausbluten der Gedanken. Weil, ja, wir müssen einfach nur hoffen, dass er nicht mit Leyline beginnt oder so. Vielleicht spielt er sie ja auch nicht. Und dann haben wir eine Chance. Wir sagen, gehen die beiden Herren, die beiden Command raus. Und auffallend ist, hast du zurzeit irgendwie auf Magic League keine Aggro-Decks gespielt werden im Extended. Dabei gibt es durchaus vernünftige Aggro-Decks. Ja, noch ein Mainland raus. Wild Weenie wurde ganz am Anfang mal gespielt. Sieht man mittlerweile auch gar nicht mehr. Ja, Red Deck Wins. Habe ich im Artikel schon erwähnt. Da wurden die ganze Zeit immer irgendwelche Illegal Decks gespielt. Und dann tauchten neue RDW-Listen auf. Die haben dann grün gesplashed für Blackbird Elf und Mainland. Die haben auch einfach das Problem gehabt, dass halt ein Ranger of Eos das Deck komplett zerstört hat. Warum Ranger of Eos? Ganz einfach, da hat zwei Forge-Ständer rausgesucht und naja, gut. Mit Monorot gehen zwei Forge-Ständer, das ist so gut wie immer das GG. Also, ich habe ein einziges Mal dagegen noch gewonnen, aber da hat dann wirklich mein Gegner auch eigentlich nicht mitgespielt. Ja, das ist ein Mulligan. Ach, normalerweise kann man direkt Steuerung M drücken und dann hat man einen Mulligan. Aber Camtasia bietet mir das. Ja, und das kippen wir mal. Und jetzt bitte keine Leyline. So, keine Leyline. Und hier suchen wir erstmal noch ein Gebirge raus, weil wir müssen auf jeden Fall das Fallout zügig spielen können. Wenn hier in dem Match nicht so nützlich. Dann bin ich immer für die Wilds. Fallouts nicht rausgebordet, ganz einfach, weil sie uncounterbar sind und es darum geht, gerade wenn wir vielleicht mit einem Mountain auf Benslayer spielen, dass wir ihn dann töten wollen, sozusagen, also Valakut, drei Schaden schießen, dann ist einfach nützlich, das Fallout hinterher spielen zu können. Außerdem bringt Fallout unseren Gegner auf 18 Leben und genau das ist wichtig. Bei 18 Leben bedeutet, dass wir mit Scapeshift ein Land weniger brauchen. Und dies ist halt relevant. Und deswegen nebenbei kann man halt noch ja, Mulldrifter und ein paar andere Karten noch abrüsten. Hat die Kreaturen sind hier recht variabel, die gespielt werden. Schaut mal, was durchbekommen. Kommen wir durch. Ja, okay. Deswegen haben wir es durchbekommen. Ja, also ich denke mal, Five Color Control ist so ziemlich mit das schlechteste Matchup, was wir abbekommen können. Ich selbst liebe das Deck. Ich habe jetzt hier aber mal zu Demonstrationszwecken bewusst mich für Valakut Ramp hier entschieden. Ganz einfach deshalb, damit ihr mal einen Vergleich seht zwischen T2 und ja, da kommt eine Clique, das ist überhaupt nicht gut. Rüsten wir vorher noch ab.
jetzt hier gerade kurz nichts Falsches erzählen. Dass wir ja quasi das In-Response natürlich auf den Träger machen, das ist halt wichtig. Ich würde jetzt Titan auswählen. Ja, wo ich es allererst mal gegen Clique gespielt habe, und jetzt ich mir die nicht komplett durchgelesen habe und ich hatte dieses, dass man die Karte nachziehen kann, so ein bisschen ignoriert. Und mein Gegner hat mich nicht darauf hingewiesen und dadurch hat das dann irgendwie auch ziemlich schamlos ausgenutzt. Er wollte dann irgendwann auch noch eine zweite Clique spielen. Ich habe es dann aber mitbekommen, nachdem ich meine Hand gewievt habe, dachte ich mir, Moment, die ist ja legendär. Und ja, dann hat er im Endeffekt musste dann die Clique wieder auf der Hand nehmen und das war insgesamt schon eine ziemlich unfaire Situation. Also hat denn das gehört, wenn man ein Format spielt, wo man nicht so viel auskennt, wo ich alle Karten durchlesen. Ja, ich habe jetzt vor kurzem ja so ein bisschen angefangen mit Legacy. Also das heißt angefangen. Ich spiele ab und an mal hier Events mit. Entsprechend nicht eher weniger erfolgreich. Ich muss mir halt immer alle Karten durchlesen. Und seit wie ich halt anfange, mein Gegner dredge und ich fange mir an, die Karten durchzulesen, weiß ich schon, okay, ich spiele gegen Noob. Und entsprechend verlaufen noch die Spiele. So, mal schauen, was er jetzt spielt. Übrigens weiter dafür, mit unserem Mainland Schaden zuzufügen. Und dann kommt es halt wieder raus. Hier sind zwei Sprüche abwerfen. Hier an der Stelle. Ja, die Frage ist, ob wir den Sumpf jetzt noch brauchen. Ich denke eher nicht. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich das Co-Ultimatum. Und da ist es auch schon. Tja, jetzt bräuchte man schon sowas wie Titan von oben oder so. Ja, super. Da haben wir eine schöne tote Karte. Denn die können wir nicht mehr ausspielen. Das erste Mal, dass ich ja so oft das Mainland aktiviere. Auch wenn eher mit mäßigem Erfolg. Wir haben das nächste coole Ultimatum. Ah, Grave Titan. Ja, das haben wir verloren. Na gut. Noch was zum Abschluss zu sagen. Ja. Ballercode, Scapeshift.
Ja, interessantes Deck. Oh ja. Sehr, sehr interessantes Deck. Es hat gute Kreaturen-Matchups, weil dann White Weenie, Trap-Ramp, Mehrfolg ist absolut okay. Fairies. Es crept aber wirklich gegen Five-Color-Control komplett ein. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit Scapeshift halt für die nächste PTQ-Saison geeignet ist. Halt keine Prognose. Leipzig zum Beispiel werden ja vor allen Dingen immer ja, Red Deck Winds und noch Jund und sowas gespielt, halt die eher günstigen Decks. Und da denke ich mal, wäre durchaus Scapeshift eine gute Deckwahl. Allerdings, wenn ihr davon ausgeht, dass dort wirklich Full Powered gespielt wird, Full Powered ist allgemein in Extended sogar recht günstig, weil Jace wird kaum gespielt und ja, also die richtig guten Karten sozusagen stellen dann hier schon eher der grüne Titan dar, der ja verhältnismäßig zum Jace absolut bezahlbar ist und einige haben den ja auch schon, weil sie mit Standard spielen und dadurch ist insgesamt eigentlich Extended relativ günstig und man wiederum mit allen rechnen könnte. Aber Red Deck Winds und Jund haben, denke ich mal, noch deutlich mehr Leute rumliegen als die Titan. Daher solltet ihr auf jeden Fall ein Deck einpacken, was gegen Jund und Red Deck Winds halt gewinnt und damit wird auch Valakut Tramp hier wieder zu einer guten Deckwahl. Dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht bei den ein oder anderen PTQ wiedersehen und natürlich noch bei weiteren Artikeln von mir. Bis dann. Ciao.